Heute steht also alles am Zeichen vom Weltkanadach bei uns. An diesem speziellen Tag ist dann noch den Aufschluss vom UNICEF Global Parents Challenge, den wir auch hier bei RTL unterstützt haben. Und dafür also auch Sandra Fischer, Direktrice von UNICEF Lützburg, hier bei mir im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Maja, wie ist es da bei vier Ausgängen? Zwei Wochen hatten die Leute Zeit, vier eben bei dem Challenge mitzumachen. Und was ist dann das Resultat? Das Resultat ist ganz positiv. Wir haben den Moment, wo wir hier stehen, haben wir so just 600 Leute, die wir als Global Parents bei als große Global Parents Familie mit dabei gekriegt haben. Wir wollten da pur mehr und muss ich einfach dazu sagen, und dafür wollen wir den 600 Leuten wirklich ganz, ganz große Merci sagen. Wir hatten gerechnet, dass wir am Mönch für 15 Euro an der Mayen gehen. Wir sind aber nur bei einer Mayen von 19 Euro. Das heißt, wir sind noch nicht ganz so da an unserem Ziel angekommen, aber wir haben aber mehr in diesem Domain. Und das ist für uns natürlich ganz wichtig. Mhm. Und wir machen die Aktion einfach auch noch weiter an den nächsten paar Wochen. Und wir kommen auf die 1000. Wie wäre das da so wichtig, dass da auch die Unterstützung über Global Parents kriegt? Das ist ganz wichtig, weil überall auf der Welt nach Kanada sind die nicht an eine Schule gehen. Und da schwätzen wir wirklich von Millionen von Kanadern, die nicht an die Schule können gehen. Wir schwätzen noch von Millionen von Kanadern, die alle sterben auf verhinderbare Kursen, weil sie nicht geimpft sind, weil sie kein proper Wasser haben, weil sie nicht genug zu essen haben. Natürlich ist das einfach wichtig an Global Parents, ist dafür da, für uns zu helfen, dass wir überall auf der Welt können schaffen, auch auf den Plätzen, wo sonst nicht viel da und hier gehen, aber wo sonst nicht geholfen wird, aber dass wir uns eben noch da auf den Plätzen für Kanaken können ansetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Global Parents sind als Trägerretter dabei. Dafür ganz, ganz wichtig, Donateure für uns. Es ist auch gut, dass es dann noch weitergeht. Da wissen die Leute Bescheid. Haut aus, wie die Welt kann er da. Auch für UNICEF ein wichtiger Tag. Und da gibt es auch ganz viele Aktionen da rundherum. In anderem haut, wo zu lunchen an der Maison Relais eine Menschenkette von Kanner formiert. Wir wissen, dass wir auf den Bilder. Ja, eine schöne Aktion in der Film. Wo ist da eurer Meinung nach am sehrsten etwas an Sachen Kannerrechten passieren? Also, es sind noch ganz viele Plätze auf der Welt, wo Hilfe gebraucht wird, wo Kanarrechte gut nicht respektiert werden. Notamment auf den Plätzen, wo Krieg ist, wenn wir an Plätze wie Jemen denken, wo Kanar ganz, ganz schwer unterernährt sind, wo hier Rechte auf eine Education total ignoriert wird. Also, notamment auf den Plätzen, wo Krieg ist, ist noch viel Bedarf an, für die Leute, die sich aktiv wollen ansetzen, an auch denen, die Decisionen holen, nämlich als Politiker. Das will ich klar machen, dass sie andere Kanarrechter stehen, die können das auch bei uns im Sitz machen. Du hast nämlich eine Petition, das ist nicht just heute zu Lützburg, das ist eine weltweite Petition. An alle guten Tänferten, die dort zusammenkommen, die werden nächstes Jahr um internationale Kanarrechtstag, der natürlich auch um den 20. November, also wo wir dann als 30. Anniversär feiern von der Kanarrechtskonvention, da werden all die Antworten gesammelt gehen und die werden in dem Moment den Liedern von der ganzen Welt überreicht gehen. Das ist ganz wichtig, die Leute können sich doch selber stärk machen für die Kanarrechte an da wir da helfen, dass wir eine Stimme haben und dass wir den Kanar auch eine Stimme geben. Ja, aber auch der hat einen weiteren Schritt an die richtige Richtung. Madame Fischer, ich sage nicht vielmals, merci für das Gespräch. Ja, alles Gutes weiterhin bei Ihren Projekten. Die Infos, wie dir ein Global Parents könnt gehen, die fand ihr bei unicef.lu.